So, hallo liebe Leute, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conquer the Tibero Conflict Remastered Edition auf Seiten der Not. Nachholvision, liebe Leute. Und die Mucke ist gerade so geil. Und da kommt er doch direkt wieder angekackt hier. Das ist doch nicht wahr. Was für eine nette Begrüßung in dieser neuen Aufnahmesession, liebe Leute. Jo, wie gesagt, neue Aufnahmesession und ja. Wir waren hier beim letzten Mal in der Mission 11 und haben uns hier unten allmählich langsam hier aufgebaut. Und ja, genau, ich habe jetzt hier meine vier Panzer stehen. Und mit denen habe ich beim letzten Mal hier einen Sammler von ihm platt gemacht, tatsächlich. Das ist gut gelaufen beim letzten Mal. Und ja, dann bauen wir jetzt mal weiter unsere Gummipanzer und... Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Ja, dann opfer ich die halt. Dann war das halt, dann war das halt gewastet. Okay. Einheit verschwendet. Geil. Scheiße, ey. Oh Mann, Leute. Komm, den Panzer kriegt ihr aber sehr gut. Immerhin haben sie den Panzer gekriegt. Und, ja, dann würde ich sagen, sammel dich einfach weiter, wollte ich gerade sagen. Panzer, fahrt bitte hier hinten hin. Los. Aber bitte erstmal hier unten hin und nicht wieder so einen scheiß Weg fahren. So, da versucht er angeschissen zu kommen mit irgendwelchen Manneken. Da kann ich aber einfach drüber fahren. Fahr doch da drüber, was macht ihr denn? Seid ihr irgendwie... seid ihr irgendwie masochistisch veranlagt oder was? Oder warum überfahrt ihr den nicht? Einfach mal nicht das Manneken überfahren, ey. Und ihr macht wieder hier so einen Kack. Und ja... Genau, liebe Leute, weiter geht's tatsächlich mit dem Commander Conquer Remaster und jetzt hier an diesem Freitagabend endlich mal wieder Zeit, freitags aufzunehmen. Und ja, Wochenende steht vor der Tür. Ich habe eine Woche Urlaub, liebe Leute, das heißt, ich bin jetzt total entspannt hier unterwegs und genau, zock mal hier ein bisschen weiter. Also, da ist der scheiß Mammut wieder. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Commander Conquer Remastered Edition. Und ja, ich kann eigentlich noch mal einen Jeep oder so gebrauchen. Ne? Wartet mal, Notmod hier. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, oder? Was zur... Ah, sein Sammler. Okay, dann gut, dass ich da was gehört habe. So. Ach Gott, Manneken. Oh mein Gott, Manneken-Armee hier. Mach den Knochenbrecher-Move. Mach diesen Knochenbrecher-Move. So. Jetzt kommt er mit seinem Kack-Hubschrauber. Aber wisst ihr was? Wo ich schon mal hier bin, kann ich hier eigentlich schon mal ein bisschen platt machen hier von ihm. Genau. Weil wo er jetzt hier nämlich mit seinen Orcas ankommt und so. Diesen Turm weg und diesen Sammler. Los. Ja, zwei Reihen. Das ist natürlich übel, was er hier hat, ne? Das ist natürlich übel. Ja, das ist mal ein alternativer Start hier. Oh Mann, Leute. Ja, schade. Hat nichts gebracht. Ich bin am Willing, ob ich das laden soll. Weil das war doch gerade ziemlich fehlig. Scheiße, Mann. Ach, aber man muss doch manchmal was versuchen, oder? Seht ihr das nicht so? Man muss doch manchmal was versuchen. Der Sack, der baut sich jetzt natürlich hier wieder auf, ne? Ist klar. So, und rein da! Schafft ihr irgendwie das? Nö. Nö, das ist irgendwie blöd gelaufen gerade. Scheiße, ey. Ja gut, aber ich bin halt nicht so ein Typ, der lädt jetzt. Nein, Leute, das mache ich nicht. Ich werde jetzt nicht das Spiel laden, nur weil ein Angriff scheiße gelaufen ist. Naja, obwohl, dass der mir hier die Kohle wegnimmt, das nervt mich schon. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und auf diese Luftangriffe habe ich auch keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, Leute. So.
Dann nehme ich Ihnen jetzt einen weiteren Sammler weg da. Los. Los zur... Einfach überfahren. Genau. Mach schön den Wasser-Move. Den Water-Move. So, dann... Legen wir mal weiter los hier. So, und der Patz ist direkt weg. Und zack. Sehr schön, Leute. Wunderbärchen. Wunderbärchen wie im Märchen. Na, aus welcher Sitcom ist das? Wartet einfach mal. Na gut, okay. Dann mache ich mal seinen Sammler hier im Arsch. Und weg mit dem Scheiß. Braucht er nicht. Ich meine, der braucht doch eh keinen Sammler. Der kriegt doch Kohle ohne Ende hier. So. Überfahren diese Männchen. So. Einfach drüber hier. Das. Überfahrt das Ding. So. Hier auch bitte. So. Dann fangen wir mal von vorne an. Shit, ey. Dann fangen wir mal von vorne an, ey, oh Mann. Ja, weich mal ein bisschen aus. Weich mal ein bisschen aus, weil die treffen eigentlich nicht so gut, wenn. So, und auf den Sammler los. Es kommt doch schon wieder mit seinem Vehikel an, ey. Jetzt hör auf, mir diese Kacke hier wegzusammeln. Boah, du Penner. Ey, echt. Hör auf, mir die Kohle hier wegzusammeln, Mann. Und bam, los. So. Und drüber fahren da. Ach du Scheiße. Jetzt verliere ich schon wieder meine Panzer. Ja, danke. Boah, diese scheiß Raketen wären die Männchen, ey. Das könnte jetzt wirklich ein bisschen knapp werden mit der Kohle. Ja, scheiße, ey. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Na gut, warte mal. Sammel du mal bitte hier hinten. Der hat sich einen neuen Sammler gebaut. Schon wieder. Da muss ich mir jetzt was überlegen, wenn der dir die ganze Zeit hier die Sachen klaut. Kann er natürlich Einheiten bauen ohne Ende, ne? Ist klar. Liebe Leute, das ist natürlich ein bisschen scheiße, muss ich sagen. So, Sammler, du fährst da schön drüber, ne? Ja, sehr gut. Okay, dann gehst du mal bitte hier oben hin. Alter, oder? Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Geh bitte zurück. So. Geht bitte zurück, Sammler. Was macht er jetzt hier mit dem Panzer? So, und da könnt ihr eigentlich schon raus, genau. Oh, Ruckel. Spiel Ruckel doch nicht so. Hey, hallo. Was zur Hölle, ey. Oh Gott, Leute, was ruckelt denn jetzt hier schon wieder so? Alter Falter. Oh mein Gott. Das könnte sein, dass das... Ja, irgendein Prozess am Laufen, ey. Musst du mal immer wieder Pause drücken. Also, dann geht es vielleicht irgendwann mal wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Lecks des Todes hier, ey. Shit. Ja gut, das hier ist jetzt erstmal egal. Dann sammel wenigstens noch. Ja klar, wenn ich jetzt mit meinem Sammler da oben sammel, dann kommt er mit so einem scheiß Orca angeschissen oder was. Ach Leute. Was soll ich da jetzt gegen machen? Ich kann da nichts gegen machen. Scheiße, ey. Ich brauch doch die Kohle, Mensch. Hä? Du Sackgesicht, ey. Oh, Leute. Warum ruckelt das jetzt so? Ich will eigentlich auch noch keinen Cut machen, weil, Reparatur läuft. Ist da was? Soll ich vielleicht eine Flak sogar bauen? Ich nicht. Oh Gottes Willen. Jetzt kommt er noch mit einem Luftangriff an. So. Gut, das ist halt das Problem mit dem Not-Arsenal, ne? Das ist. Ah, jetzt läuft's wieder. Das ist halt das Problem mit dem Not-Arsenal. Ich habe wirklich nur Pisswaffen hier. Verstärkungen sind eingetroffen. Ist halt so. Scheiße, ey. Wird gebaut. Ja gut, ich meine, wenn der da oben den Orca hat, dann sammel wenigstens die Kacke vor ihm weg.
Da ist der Penner wieder, ey, mit seinem Sammler. Ah, gut. Oh, ich vielleicht gleich mal Nordmod oder so. Da. Wettrennen hier um die letzte Kohle hier unten, ey. Mann. So. Sehr gut. Aber wenn ich mir einfach jetzt, liebe Leute, einfach eine Übermacht von diesen Gummipanzern baue, ich glaube, dann wird das doch passen, ey. Dann muss das passen. Das muss reichen. Oh, dann kommst du bitte... der ist halt halb kaputt, ne? Was soll ich da machen? Der ist auch nicht schnell genug da bei dem Tiberiumfeld. Weil sein Sammler gleich wieder rauskommt, genau. Oh Mann, Leute. Das ist so bescheuert. Das ist doch echt bescheuert. Und vor allem... Bring doch die Kohle rein. Was fährt ihr überhaupt für Routen? Ah, toll. Der Typ ist schneller da und nimmt mir jetzt hier den Rest weg. Super geil, echt. Super geil. Ah, gut. Fahr direkt runter. So, dann kriege ich tatsächlich da nochmal eine Kohleladung. Ja, genau. Und mit dem einen muss ich dann hier hoch. Bleibt mir nichts anderes über. Übrig, wollte ich sagen. Genau. Und, was ist das für ein Geräusch? Ja, liebe Leute, ich habe Fenster offen. Weil wir haben mittlerweile 9:30 Uhr, aber es ist immer noch hell draußen. Deshalb, ja, wollte ich das ausnutzen und einfach mal, Fenster schön während des Abends aufmachen. Und was machst du hier? Hier kommt jetzt ganz schön viel Geschiss an. Das gefällt mir nicht, Leute. Alter, gefällt mir gar nicht hier, diese ganzen Männchen. So, dann mach die kaputt, los. Nicht beide auf einen, seid ihr denn des Wahnsinns, Leute? So, überfahren hier, los. Oh, Gott sei Dank. Okay, der Orca. Wartet mal, Leute, der Orca. Den kann ich vielleicht hier reinlocken. Warte mal, Sammler, bleib mal hier stehen. Weil dann nervt er mich nämlich nicht mehr so. Ah, warte mal, ich muss die Kohle reinbringen. So, ich baue einfach mal 2 Raxirus. Wenn er jetzt das nächste Mal mit seinem Orca angeschissen kommt, dann... Oh Mann, der kaputte Sammler. Ja gut, wartet mal, der kaputte, der kann ja hier hinten das Zeug sammeln. Muss hier irgendwie nochmal an Geld kommen. Oh Mann. Irgendwie muss ich hier unbedingt an Geld kommen. Aber das sieht doch schon gut aus, Leute. Fette Gummipanzer-Armee. Und ja. Wenn er wieder mit seinem Orca gleich angeschissen kommt, dann ist er weg, weil ich ja hier meine 2 Raketen. Typisch hab. So. Dann sammelt euch mal da bitte. Genau, da ist der kaputte Sammler noch. Und, oh, das ist sogar richtig ergiebig hier, okay. Na gut, dann macht den Panzer im Arsch. So. Dann fährst du mal mit. Keine Zeit verlieren. Und, genau. Ist der nächste Panzer von ihm platt. Jetzt kommt er tatsächlich mit seinem Sammler. Ah, wartet mal, ich glaube... Nee, ich muss das hier... Oh nein! Um Gottes Willen. Puh, ey. So, kommt er mit seinem Sammler hier angeschissen? Okay. Höchst interessant, Leute. Dann... Geh oben sammeln. Ah, oh, geil, ich krieg noch ein bisschen Geld. Sehr schön. Ja, die Kohle brauche ich auch. Die Kohle brauche ich auch, liebe Leute, weil ihr seht ja, was ihr hier alles habt, ne? Ich brauche auch einiges an Mannequin, muss ich sagen. So. Das reicht sogar für noch eine Ladung, krass. Wow, ich bin echt begeistert. Von dem Tiberiumfeld hier, das ist echt ergiebig. Noch eine volle Ladung hier, krass. Brecher auf. Brecher auf.
Ding, ding, ding. Einfach drüber fahren, los. Einfach drüber fahren über die Scheiße. Genau. So, sehr gut. Mach den Knochenbrecher Wassermove hier. Ich weiß nicht, warum das sich so anhört, als ob da irgendjemand Wasser drüber kippt. Vielleicht ist das einfach nur Rückenmark, was da rausgequetscht wird. Ich habe keine Ahnung, ey. Da ist sogar noch mehr. Krass. So, dann Raketenmanniken. Kommt mal bitte hier hoch. Da ist nämlich wieder der Orca. Und drauf schießen da. Ja, sehr gut. Ah, fast. Fast wäre er weg. Okay. Sehr schön, liebe Leute. Und der kann bitte hier rein. Und der bitte direkt hier rein. Boah, hier in unserer Wohnung riecht es wieder nach Gras, ey. Ja, die Nachbarn, die machen wieder hier eine coole Kiffer-Session. Und ja, da kriegen wir halt immer den Gestank ab. Aber gut. Hat der Orca sich jetzt hier verzogen oder was ist los mit dem? Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon reichen könnte, ne? Zumindest um ihm mal seine Sammler wegzunehmen. Und den mal ausbluten zu lassen. Schwierig, aber ich würde sagen, ich speichere das Ding trotzdem nochmal. Mission 11 Nord 2 mache ich einfach mal. Und, draußen ist wieder Highway to Hell hier. Okay. Gut, dann fahrt einfach nach da oben und macht den hier kaputt. Los. Macht den kaputt. Oder keine Ahnung, der will euch irgendwie verarschen. Dann halt nicht. Der will euch irgendwie verarschen hier, schau ich das an. So. Dann kommt er jetzt raus. Er kommt raus. Schau ich das an. Das wird lustig jetzt. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig, Leute. Oh mein Gott. Schau ich das an. Die Manneken hier. Mach den Knochenbrecher Wassermove hier. So, Wassermelonen. So, und bam. Bam. Sehr gut. Einfach drüber. Mein Gott, was ist daran so schwer? So, der eine Sammler ist weg. Einfach drüber hier. Was ist denn daran so schwer? Vor allem über die scheiß Raketentypen hier. Ah, schön. Schön den Knochenbrecher. So. Sehr gut. So, wunderbar hier. So, und mach den unbedingt weg. Unbedingt wegmachen. So, sehr gut. Und warum fahrt ihr da rein? Das finde ich uncool, dass ihr da reinfahrt, Leute. Sammelt euch einfach da. Okay. Ha. Da hat das mal wieder versucht hier. So. Schön drüber gefahren. So. Ja, fahrt doch einfach da drauf, Mann. ihr müsst euch doch nicht da mit dem rumquälen. So. Jetzt mache ich ihm aber wirklich seine Sammler. Was ein Gewusel hier, ey. Mann, 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 was ein Manneken-Gewusel. Sehen aus wie Ameisen, wirklich. Ja, die Ameisenkampagne, die kommt ja noch. In Alarmstufe Rot, ne? Genau, jetzt kommt er wieder mit einem Luftangriff an. Ja, gut. Aber das kriegen wir schon hin, ja. Hallo, fahrt doch drauf. Was macht ihr denn? So. Also einfach kann es gehen, Leute. Schau euch das an. Der ist schon ausgeblutet. Sehr schön. Alles klar. Dann. Oh, warte, ich muss mal niesen. Boah, ey. Das war aber ein Nieser, du. Ich sag's euch. Der war heftig. Na gut, liebe Leute, dann. Jo, dann haben wir den ja eigentlich schon jetzt. Ne? Der sollte eigentlich. Wenn ich ihm da jetzt seine Verteidigung platt mache, sollte er die eigentlich verkaufen, ne? Theoretisch ja. Wenn ich jetzt dasselbe kaputt mache, genau, dann verkauft das nämlich. Und genau, für einen neuen Sammler wahrscheinlich. Oder nee, für neue Manneken. Ja, toll. Ah, jetzt mach doch. Okay. Fahrt da drauf. Los. So. Dann auf die Manneken-Fabrik. Und bam.
Sehr schön, Leute. Die Waffenfabrik weg. Boah, die Mediken darf man hier nicht unterschätzen. Schau ich das an. Ja, verkauf den. Los. Ja, dann halt nicht. Gut, liebe Leute, dann war es das mit dem. Der hat jetzt kein Geld mehr. Wird wahrscheinlich jetzt die Gebäude nach und nach verticken. Hoffe ich mal. Nee, er verkauft es nicht. Okay. Doch, die Silos verkauft er. Okay, sehr schön, liebe Leute. Ja, dann haben wir das. Wunderbar, da kommen wir tatsächlich. Sogar in dieser Folge noch auf die letzte Mission. Oh mein Gott. Die letzte Mission, ey. Das ist natürlich übel. Ja, es war klar, dass er sich da neues Dings aufbaut. Oh, Silos? Ja gut, dann wow. Die beste Methode, hier Geld loszuwerden. Ja, mach den Bauhof kaputt. Sehr schön, Leute. So, dann. Ja, überfahrt die Kacke einfach. Die darf man nämlich nicht unterschätzen, die Schützen hier, ey. Die sind nicht ganz ohne, muss man sagen. So. Und das war's. Jetzt noch die Waffenfabrik und dann können wir auch schon in die nächste Mission gehen. Und ja, liebe Leute, haben wir tatsächlich auch die vorletzte Mission schon fertig. Mit der Nord-Kampagne. Und genau. Das war's. Sehr schön. Sehr schön. Wir sehen denn unsere Werte aus hier? Effizienz 2%, ja. Weil ich halt nicht gut mit Geld umgegangen bin, ne? Aber gut, liebe Leute. Hauptsache ist ja, die Mission ist fertig. Und, ja, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Das ist jetzt gerade ein Kack-Timing, muss ich sagen. Aber gut, nee, das mache ich nicht. Bonusgalerie haben wir auch nicht. Dann würde ich sagen, springen wir nochmal direkt weiter und spinksen mal in die zentrale letzte Mission rein, Leute. Wiege des Tempels. Zumindest die Cutscene kriegen wir ja noch mit hier. Das Werk ist fast getan. Das letzte Stück zu meinem Puzzle liegt jetzt vor dir. Noch stehen zwei GDI-Stützpunkte auf dem Boden, der bald meinen Tempel tragen soll. Beseitige sie, wie auch immer. Genau, liebe Leute. Letzte Nordmission. Und die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Wir müssen einfach alle GDI-Truppen platten. Ach du Scheiße, was? Was? Oh mein Gottes Willen. Ach Gott. Was machst du denn? Du Penner, ey. Ein Invasor haben wir noch. Okay. Ja, aber was? Hä? Leute, was soll ich denn hier? Ich bin ja ganz oben. Hier ist ein Dorf. Hier ist ein Dorf. Und ich muss erstmal gucken. Oh Gott, wie das hier aufgebaut ist. Wartet mal. Da ist auch noch ein Schiff. Okay, Leute, da ist auch noch ein Schiff. Oh Mann. Na gut, dann fahr drüber, komm. Okay, so. Oh, okay. Dann muss ich mir den Hubschrauber da jetzt klauen gleich, ne? Okay. Da war was, Leute. Oh Mann. Oh Mann. Flammenwerfer, kommt mal her. Kommt mal her. So, genau. Verbrennen die einfach mal. Und, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt... okay. Muss ich hier eine Raffinerie aufbauen oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil diesen Anfang hier, den kenne ich gar nicht. So, ich habe einen Hubschrauber. Hier oben ist auf jeden Fall jede Menge Geld.
bau dich auf, komm. Machen wir einfach mal. Weil hier oben ist ja echt viel Geld, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen damit übersetzen und eine Basis einnehmen. Ja, ich glaube, an sowas Ähnliches kann ich mich auch von in der letzten Mission tatsächlich dran erinnern. Gut, aber der Kreuzer, der nervt mich halt so ein bisschen jetzt noch, ne? So. Ein Sammler reicht hier oben. Oh, ein Orca. Scheiße, Leute. Scheiße. Der Sack hat auch noch einen Orca hier. Ja gut, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht. Ich muss ja da übersetzen, ne? So, und um da... Ach Gott, nicht schon wieder, Mannequin. Schon wieder Grenadier-Power hier, ey. Aber, gut hingekriegt. So. Was? Wo kommt er denn jetzt hier? Hey, 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 nix da. Dann... Mach den kaputt, los. So, wunderbar, ey. So. Der Turm kann bitte das Schiff weiter platt machen. Ich werde hier oben gar keine Panzer aufbauen. Ich werde einfach ein bisschen Geld sammeln. Dann. Und dann einfach übersetzen, ne? Wartet mal. Nimm dir mal 5 Schützen. Und speichere das Ding mal. So, Mission 13 Not. Gut, dann wird das halt eine 30-Minuten-Folge. ja, einfach mal so spontan hier. So. Ich kann mir ja gleich ein bisschen... Ach nein! Okay. Ja. Wenn das so ist... Dann ist das natürlich gebongt, würde ich sagen. Mammutpanzer. Oh, und ein Raketenwerfer. Da, wartet mal, Leute. Komm, schaffst du den sogar? Nee. Scheiße, scheiße. Gut. Dann. Der hat da seine Probleme mit dem Mannequin, das finde ich ganz gut. Bau ein Großkraftwerk. Und der Mammut, was ist jetzt? Was zur... Was macht der da? Oh, scheiße, der Raketenwerfer. Den habe ich natürlich vergessen. Oh, Mann. Aber... Aber das ist doch mal ein cooles Setup, muss ich sagen. Dann kann ich hier oben in Ruhe sammeln. Und hier unten dann einfach meine Panzer aufbauen. Jetzt kriege ich noch einen Hubschrauber. Warum kriege ich jetzt noch einen Hubschrauber, Leute? Nee, nee. Da muss ich gar nichts einnehmen. Da muss ich einfach nur hier... Scheiße, ey. Okay. Ah, der kann aber nicht mehr lange. So, sehr schön. Gut. Dann kann ich hier unten schon mal... Ah, weiß ich nicht. Werkstatt. Ja. Oh! Oh, 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 oh. Um Gottes Willen, wartet mal. Hand von Not. Hier unten. So, dann... Dann bau einfach Schützen, ey. So. Dann mach diesen Jeep da platt. Und den hier. So. Und den Grenadier. Oh Gott, Leute. Okay. Ein Schützen noch. Ja gut, ist halt die letzte Mission, ne? Was will man da erwarten? Das ist halt schwer. Alter, das ist noch Grenadiere. Leute, hört doch mal auf. Hört doch mal auf. So, jetzt aber. Ich will doch mich erstmal in Ruhe aufbauen hier, ey. Mann, Leute. So, Großkopfwerk.
Hä? Wo ist meine Kohle hin? Warum? Scheiße. Okay. Der Panzer. Ach du! Okay, das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt. Alles klar. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, mache ich aber jetzt die Folge Schluss. Und wenn ich dann da unten den Bauhof kriege, dann, dann werde ich ihn direkt aufbauen. Und ich kann dann hier oben ja eigentlich direkt schon Großkraftwerke bauen. So, bau dich hier auf, mach gar keinen Stress. So, ich will gar keinen Stress haben hier. Bau eine Waffenfabrik. Ja, ist ja gut. Bring die Männigen runter. Männigen runterbringen. Hallo? So. Und dann lass die mal hier vorne sammeln. Gut, dann nehme ich die noch mit. Und dann mache ich die Waffenfabrik hier hin. Genau. Mache ich das nämlich genauso weit, wie ich das gemacht habe. Und dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen tatsächlich und erzähle es gerne weiter. Und ja, wie es hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.